Ja, Freunde, heute ein weiterer Tag unseres Umbaus. Es sind natürlich noch einige Sachen dazwischen gekommen, die wir nicht geplant haben. Zum Beispiel mussten wir jetzt den Boden rausreißen. Und habt ihr ja schon gesehen? Habt ihr schon gesehen, wie schön der Juli den Boden rausgerissen hat? War ja so ein Outtake. Mit ganz viel Elan. Und ja, das mussten wir noch in Ausgleichsmaße reinschmieren, weil wir einen Versatz hatten zwischen Fliesen und den normalen Boden. Und jetzt sind wir gerade dabei, unser Vinyl zu verlegen, Kleber etc. Und ich würde sagen, Tobi, zeig dich jetzt einfach mal, wo wir haben hier Ausgleichsmaße reingeschüttet, weil das konnte man gestern leider nicht finden. Bei der Wand hat sich auch was getan. Bei der Wand hat sich auch was getan, das habe ich nämlich vergessen gestern die Kamera, deswegen können wir euch zeigen, was wir gestern gemacht haben und dann eben, was ich an die Wände getan habe, allgemein, was wir jetzt gerade machen, zeigt ihr einfach mal Tobi. Ja, Freunde, wir sind hier. Hier sind noch Schmierereien dran. Da schaut es schon ein wenig besser aus. Also das ist jetzt quasi die hellere Grauwand, da hinten ist die dunklere Grauwand. Ja, wir hatten einfach ein Problem mit dem Farbenmischen, ganz ehrlich gesagt, und deswegen ist es sehr unterschiedlich. Hier kommen auf jeden Fall noch die ganzen Matten ran, die liegen schon im Scheißhaus hinten. Und da vorne, die Wand ist jetzt auch komplett orange, also ja, nach dem dritten Mal streichen, denke ich. Dreimal haben wir drüber gestrichen, ja, bis es gedeckt hat. Wieder mal an der falschen Stelle gespart. Am Fußboden hier sieht ihr den Übergang. Wir sind keine Profis, was Spachteln oder sowas angeht. Überhaupt nicht. Aber es sieht doch ordentlich aus, würde ich sagen. Also zeige ich mal das Gefunzel hier. Also hier war der Übergang. Hier das ist. Genau. Jetzt ist es schön eben, keine Kante, aber Dreck noch dran. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das ist wirklich sehr, sehr schön gerade geworden. Ja, haben wir schön abgezogen gestern. Ja, den Fußboden haben wir mühselig mit Spachteln und hier ist auch schon Eck abgebrochen, wie ihr seht. Ja, mit Gewalt haben wir den ganzen Boden per Hand, ohne Schleifmaschine. Mit Gewalt in den Spalt. Sauber gemacht. Ja, hier hinten ist jetzt die erste Lage Kleber für das Vinyl. Genau, so schaut es aus. Da wir leider natürlich wieder das falsche Vinyl bestellt haben, müssen wir kleben. Also, super. Das könnt ihr euch mal anschauen. Diese Vinylfarbe wird reinkommen in den Gluckertempel. Ist jetzt ein bisschen dunkel, aber da wir hier noch nicht das optimale Licht haben, aber ich denke, man kann sehen, hier hinten in Sascha sein Auto im Hintergrund. Hallo! Genau. Ja, und alles, was jetzt so übrig war, steht momentan hier im Klo. Also haben wir alles reingebracht. Ist auf jeden Fall viel Platz zum Kacken. Willst du mal den Mantel zeigen, Tobi? Ich denke, das machen wir als Highlight, wenn es soweit ist. Da ist ein Mantel, aber ich zeig's dir euch noch nicht, Amina Aquarium. Sascha! Amina Aquarium! Genau das meine ich mit Professionalität. Das war jetzt Bicht schon wenigstens, Sascha, Bicht schon? Klebt schon leicht, ja. Okay. Ich bin jetzt extra Absicht mal reingelatscht, um zu gucken, ob es klebt oder nicht. Nein, es war tatsächlich keine Absicht. Aber das kriegen wir hin, weil wir ausbessern. Ach ja, hier, Tobi, was haben wir hier gebaut? Haben wir noch gar nicht erzählt hier. Das ist ein alter Datenschrank vom Schrott. Ja. Da kommt später was Schönes rein. Und ansonsten, ja, jetzt warten wir noch, bis die Heizung in Gang gesetzt wird. Genau, der wollte eigentlich heute kommen, aber anscheinend kommt er nicht. Ja. Wasser haben wir auch noch nicht und ein Zähler bzw. Strom müssen wir auch noch was machen. Ansonsten, ja. Genau, wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, Freunde, was wir noch alles, vielleicht haben wir ja irgendwas Einfaches, was wir noch reinmachen könnten oder wie auch immer. Falls ihr da noch irgendwelche Vorschläge habt, wie, keine Ahnung, hier mit dem Schaufenster, was man da noch schön ist, gestalten können. Da haben wir zwar schon was in Planung, aber vielleicht fällt euch da ja noch was ein. Genauso wie hier irgendwie noch was an die Wand oder sowas, irgendwelche Bilder oder keine Ahnung. Sascha, hier in das Rauchverbot, apropos. Ach so, ihr Scheiße. Ja. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Freunde. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall hier mal die Schicht, die erste Schicht Vinyl da verlegen. Und ja, da würde ich sagen, melden wir uns dann. Ich weiß nicht, ob wir uns heute nochmal melden, also gleich im Anschluss nochmal, um euch das dann nochmal genau zu zeigen oder um dann den nächsten Teil erst wieder weitermachen. Ich glaube, nächsten Teil erst, wenn es einigermaßen fertig ist, der Boden. Genau, ich schätze mal, bis zur Hälfte werden wir jetzt erstmal decken und dann werden wir euch mal so einen kleinen Einblick vom Boden zeigen. Und ja, würde ich sagen, Freunde, bis gleich. Ja, Freunde, es ist ein Tag vergangen. Und viele Arbeitsstunden. Wir waren gestern bis 10:30, glaube ich, drüber. 10:30. Und jetzt haben wir auch schon wieder bestimmt schon 10:45. Ja, es ist schon wieder spät. 22:15 für die, die sich wieder beschweren, dass es bei denen kein Viertel oder Dreiviertel gibt. Also 9:45. Solche Leute soll es geben. Ja. Da, wo der Sascha gerade steht mit der Kamera, haben wir gestern euch gezeigt, wie wir anfangen mit dem Fußboden.
Der Fußboden ist jetzt so weit erstmal drin, bis auf hier. Ist natürlich, wie es bei uns üblich ist, der Kleber ausgegangen. Also ja, also so schaut gerade das Klo aus, da ist alles vollgestellt, das wird auch noch kommen. Das heißt, ihr seht hier an der Stelle, wie der Fußboden so verlegt ist. Also da fehlt noch Kleber und da noch das Vinyl drauf. Uns hat leider ein halbes Kilo Kleber gefehlt. Haben sogar einen Facebook-Aufruf gemacht, leider hat sich keiner gemeldet. Ja, schade. Ansonsten haben wir jetzt hier noch Matten, also unsere Schallschutzmatten, quasi die Rückwand vom neuen Videostudio. Genau. Da steht ja leider. Ja, hier liegt das Zeug rum, also ihr seht, der Boden ist noch ein bisschen chaotisch, aber es ist noch Baustelle. Morgen wird sich der ganze Spaß wahrscheinlich ändern. Ja, dann was ist jetzt noch alles geplant? Also es kommt noch ein bisschen mehr Licht rein, es kommt noch ein paar Steckdosen rein. Der Fußboden gar fertig, die Wand da gar fertig, dann noch ein bisschen Feinarbeit. Sockelleisten und noch mit dem Pinsel über ein paar Flecken, wie dann beispielsweise hinten am Eck, wo der Rudi drüber ist. Und dann geht's auch schon an die. Aber das Wichtigste ist, zwei Feiern stehen schon da, also die ersten zwei Köpfe wurden schon hier geraucht, also ist schon keine Jungfrau mehr. Ja, dann werden auf jeden Fall noch die Möbel geholt. Wir schauen, ob es diese Woche noch klappt. Ansonsten dieses Wochenende, wenn es gut läuft. Ja, also wir haben jetzt gerade Dienstag. Wir schauen morgen mal nach, was wir finden für gutes Geld oder für wenig Geld, sagen wir mal so. Ja, wir haben schon einen groben Plan, wie wir das Ganze einrichten, aber was genaueres. Was wir genau im Schaufenster machen. Das werden wir sehen. Ja. Könnt ihr ja wie gesagt mal in die Kommentare schreiben, Freunde, was euch da so einfällt. Vielleicht, wie gesagt, habt ihr noch irgendwas, was euch noch spontan einfällt, was wir hier noch Schönes reinbauen könnten, was wenig Aufwand ist und ziemlich geil ausschaut. Deswegen. Ich muss sagen, wenn man das so sieht, also die Schaumstoffmatten schauen schon ultra geil aus. Ja. Also das schaut, denke ich mal, sehr, sehr gut aus. Damit, wie gesagt, unsere Video genannt sein hier. Da ich mal auf jeden Fall was Schönes rein. Und ja, Robi, gibt's noch was zu sagen? Ja, lassen wir uns überraschen, was die Baustelle mitbringt. Und dann würde ich sagen, ich glaube, das nächste Mal sollten wir mal wieder einschirmen. Ja. Und dann würde ich sagen, für heute machen wir Feierabend. Ja, Freunde, willkommen zu einem weiteren Teil von unserem Umbau. Wir sind relativ weit gekommen, ihr habt ja gestern schon gesehen. Der Fußboden war bis auf einen kleinen Fleck drin. Fußboden ist jetzt, ich glaube, das war gerade anstrengend. Fußboden ist jetzt komplett fertig. Sockelleisten haben wir zu 3/4 angebracht und wir sind mit unseren Schaumstoffmatten, mit unseren Schalldämmmatten sind wir fertig. Also schauen wir mal, vielleicht in irgendeine Ecke kommt noch was rein, die wir noch zwei übrig haben. Die Heizung wird auf jeden Fall noch schwarz gemacht, die ist irgendwie ein bisschen fehl am Platz dort, zumindest im Bild. Ja. Freitag, also morgen machen wir nichts am Donnerstag, am Freitag werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen um Strom kümmern. Vielleicht auch schon die erste Beleuchtung noch zusätzlich reinmachen, die Sockelleisten fertig machen, eventuell noch mit dem Pinsel über manche Ecken. Und vor allem den Boden sauber machen, weil hier einiges an Kleber drauf getropft ist. Ja, und am Samstag? Und am Samstag, da werden wir mit dem lieben Felix mit dem Sprinter durch die Gegend düsen und Couchen besorgen. Und dann geht's hier richtig los. Dann geht's hier los, Junge. Hier nochmal unsere schöne graue Wand. Ja, da oben. Wer war das? Wer war das? Und jetzt, Tobi, und jetzt schwenkst du mal darüber. Wer war das, Juli? Ja, wer war das? Ja, und jetzt schwenkst du mal darüber. Wer war das? Na, Sascha, wer war das? Ich weiß nicht, wer das war. Wer war das, Sascha? Ja, jeder kann mal einen Fehler machen. Auf jeden Fall geil. Hier, schaut es euch an, Freunde. Ich zeige euch jetzt was. Ja, also ein kleiner Tipp an alle Zuschauer, die sich selber mal ein Studio oder sowas bauen wollen. Kauft nicht die günstigsten Matten auf Amazon, weil ihr seht ja, die Übergänge sind nicht hundertprozentig. Die müssen wir Felix. Die müssen wir noch ein bisschen ausbessern. Ist es mal wie dieser Furztempel. Also, es wurde hier schon mehr gefurzt wie Shisha geraucht. Das ist mehr gegessen. Also, das ist definitiv kein Geheimnis. Aber ich muss echt sagen, diese Schaumstoffmatten sind so geil. Ja, Sascha ist gut. Verpiss dich. Geh ich noch gut. Ja, auf jeden Fall, so schaut es jetzt das Ganze aus. Hier hinten, wie gesagt, der Schrank. Lasst euch überraschen, Freunde, was man da reinreichen kann. Felix, es war kein Signal für dich zu putzen. Das war nicht. Das war Juli. Das kommt auf jeden Fall mit rein, Freunde. Ist egal. So, ja. Fußboden, wie gesagt, ist drinnen. So schaut das Ganze aus, sind eigentlich relativ zufrieden. Wir haben mit der Sockelleiste einen schönen Übergang. Und ja, jetzt kommen eigentlich. So gesehen kommen jetzt eigentlich nur noch die.
Ups. So gesehen kommen jetzt eigentlich nur noch die Details, oder? Freunde, was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Regal haltet. Streichen, ja oder nein? Weil wir sind uns noch unschlüssig. Was machen wir mit diesem Regal hier? Also außer ausräumen. Ja, ausräumen hier auf jeden Fall Pizza. Was nehmen wir jetzt wahrscheinlich als Tabakregal, genau. Tabakregal. Also schreibt mal in die Kommentare, Freunde, was ihr sagen würdet. Farbe. Einmal Hashtag Farbe für diejenigen, die wollen, dass wir das Regal streichen, und wenn ja, natürlich in welche Farbe, ne? Das ist natürlich, also jetzt nicht rosa oder sowas, oder lila Blassgelb oder irgendwie sowas. Lila Blassgelb, was ist das bitte? Ist auf jeden Fall egal. Schwarz macht glänzend, Mann. Genau. Und auf jeden Fall, Tobi, gibt's noch was zu sagen? Hoch die Hände Wochenende. Hoch die Hände Wochenende, ne, noch nicht ganz, aber fast. Müssen wir hier noch den Trecker aufräumen und dann sind wir an der Stelle raus, Freunde. Felix, hast du noch was zu sagen? Gott zu Ehr, der Nächste zu Ehr. Genau. In diesem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Mal. Peace out. Also, wir haben uns jetzt am Tag 8, glaube ich, ist es. Bin ich jetzt enttäuscht. 9, 8, sowas haben wir uns jetzt dazu entschieden, leider das Projekt Klugertempel 2.0 abzubrechen. Es war einfach zu viel Aufwand und die Kosten waren einfach zu hoch. Also die Stufe da in der Mitte, die war zu locker. Die musste man kleben quasi, und der Kleber, der hat einfach das Budget gesprengt. Also, ja, ne. Das war einfach zu teuer, Freunde, und deswegen Spaß, wir verarschen euch natürlich. Wir haben ganz frohe Neuigkeiten. Wir haben heute Samstag, sind seit um 10 sind wir heute unterwegs in ganz Oberfranken, kann man eigentlich sagen. Ja, an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Felix. Auf jeden Fall, ja. Du wirst auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei uns im Klugertempel bekommen oder was weiß ich, weil er war eigentlich jeden Tag mit beim Umbau dabei, ja. Hat uns hier geholfen, hat jetzt den Sprinter organisiert, hat auch noch die Spritkosten Kleber gezahlt, gekauft. Kleber gekauft, das. Also das wird auf jeden Fall ich wollte Ehrenplatz. Sagen, riesengroßes Juli. Potato an dich, Felix. Ich wollte eigentlich die Kamera mitnehmen, wollte ich da ein bisschen mitnehmen zu der Sache, wo wir heute unterwegs waren. Und würde ich sagen, schauen wir mal kurz rein, Freunde. So. Reinspazieren. Ja, gönnt euch das doch einfach mal. Wir haben uns zwei absolut mega fette geile Wohnlandschaften Couchen besorgt. Und ich denke, das ist einfach absolut fett. Das ist absolut krank, Freunde. Das schaut so geil aus, oder? Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, Freunde. Schreibt es einfach mal rein. Das hier würde ich auf jeden Fall wieder ein. Das hier über die Videoecke, Freunde. Ja, also unsere Couch natürlich schon mit. Ja, der Wand haben wir auch noch ein ganz besonderes Special. Achso, das Special, ja. Da haben wir noch ein ganz besonderes Special. Das werden wir euch auch noch auf jeden Fall zeigen. Und schön mit Tischpfeil haben wir schon. Die können, haben wir auf jeden Fall schon ausgerechnet. Hier können mindestens 10 Leute drin schlafen, weil die haben beide Couchen Schlaffunktionen. Das heißt, wenn Einweihungsparty ist, allgemein Party ist, wir können einfach alles saufen und hier pennen, Alter. Das ist einfach sowas von fett. Ja, hier noch kurz die andere Couch, denn Domi hat der Kameramann. Schöne Grüße an dich, Domi. Kannst du mal hier noch die andere Couch zeigen? Also, das war dann hier quasi die Chill-Lounge, oder? Du kriegst gerade drauf. Aber Domi, filmen wieder mit dem Handy. Falls die Qualität ein bisschen schlechter ist, da bitte entschuldigen. Hier haben wir noch einen schönen Tisch mit dabei. Klack. Und ich denke, es passt auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch in Planung, eigentlich hier oben in die Ecke in den Fernseher hinzuklatschen, eine schöne. Und oben in die andere Ecke in den Fernseher reinzuklatschen. Haben eventuell sogar vor, da der Felix da ein bisschen Connections hat, vielleicht sogar Sky mit reinzumachen. Also, falls ihr irgendwelche Fußballfreunde seid, Samstag 15:30 Uhr ist eine Scheibe, können wir mal ein bisschen Sky Bundesliga schauen. Ansonsten, Freunde, alles weitere seht ihr dann gleich im Anschluss. Oder ist das eigentlich schon der zweite Teil vorbei, oder? Teil irgendwo. Irgendwo schauen wir mal, Freunde, wie das geht jetzt weiter, oder wir warten noch bis zum Teil 3, weil ich denke, der Teil 3 wird dann so der Detailteil werden. Ja, das ist nichts mehr großartiges. Ja, also ich denke, das wird jetzt hier Part 2 gewesen sein, Freunde. Wir hoffen natürlich, euch hat es bis jetzt gefallen. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr die Couch allgemein vielleicht meint. Was? Einfach delicious. Ja, Freunde, würde ich sagen, es gibt nichts mehr zu sagen, außer Shishas Knobby, Shishas Leidenschaft. In dem Sinne, macht's gut, haut rein und Servus! Servus.